Ich möchte heute über einige Fälle berichten, erzählen. Es kam zu mir zuletzt ein Patient, der wurde in einer anderen Klinik behandelt und hat mich nach seiner Zweitmeinung gefragt, beziehungsweise nach Möglichkeiten einer Optimierung oder beziehungsweise einer Nachkorrektur. Das heißt, der erste Schritt bei solchen Fällen ist, diesen Fall zunächst mal ganz genau abzuklären. Wo liegt das Problem? Was wurde gemacht? Wie schaut die Anatomie aus? Und erst dann können wir einen Behandlungsplan erstellen, um eben die Sicht zu verbessern. Wir haben zuerst den Sehfehler ausgemessen. Auf der rechten Seite hat sich ergeben, dass der Patient eine halbe Dioptrie unterkorrigiert ist. Das heißt, also in dem Fall ist eine halbe Dioptrie kurzsichtig. Und auf der anderen Seite, der Patient wurde mit einer Dioptrie überkorrigiert. Das heißt, er hat Werte von plus 1. Das heißt, der Patient ist auf dem Auge weitsichtig. Dazu ist zu sagen, dass der Patient ungefähr 32 Jahre alt ist. Und der Patient ist auch männlich. Dann habe ich eine Diagnostik durchgeführt mit einem OCT-Topographen. Da sieht man die Topographie, das ist die Oberflächenkarte der Hornhaut, wie eben die Hornhaut bricht. Und auch wir sehen auch die anatomischen Eigenschaften der Hornhaut, wie die Schnitte verlaufen, welche Schichten wurden entfernt. Das heißt, wir können eigentlich die Hornhaut ganz genau untersuchen und analysieren und daraus Rückschlüsse ziehen. Was wurde gemacht? Das heißt, ohne den Patienten zu befragen, ich habe dem Patienten gesagt, sie wurden auf der rechten Seite haben sie eine LASIK gemacht. Hier wurde keine Femtolasik durchgeführt, sondern hier wurde eine klassische LASIK mit einem Mikrokeratom durchgeführt. Ich habe dann dem Patienten gesagt, in welche Klinik das gemacht worden ist, weil es gibt eigentlich nur eine Klinik in dieser Stadt, die diese alte Technologie benutzt. Ohne die Namen zu nennen, ist auch sehr wichtig. Das andere Auge wurde auch mittels einer LASIK behandelt und es fand dort eine Nachkorrektur statt mit einer Oberflächenbehandlung. Da habe ich dem Patienten gesagt, zuerst erste OP, nach der ersten OP haben sie relativ schnell gut danach gesehen und einige Zeit danach wurden sie nochmals gelasert und hier war die haben sie einige Schmerzen danach gehabt und es hat etwas länger gedauert, bis sie wieder angefangen haben zu sehen. Und darauf war der Patient ziemlich erstaunt, woher ich das weiß. Ich habe gesagt, ich habe diese Informationen eigentlich nur eben aus der Untersuchung entnommen. Und dadurch, dass ich weiß, wie welche Klinik also ungefähr wer mit welchen Geräten arbeitet oder mit welchen Techniken, ist es eigentlich relativ einfach, daraus zu finden, Rückschlüsse zu ziehen, welche Klinik das war. Danach habe ich dem Patienten einen Behandlungsplan erstellt, ihm erklärt, wie man das einfach machen kann. Und jetzt warten wir eben auf die Entscheidung des Patienten, ob eben das bei uns nachkorrigiert werden soll oder nicht. Solche Nachkorrekturen sind in den meisten Fällen möglich. Es gibt aber auch Fälle, wo Nachkorrekturen nach einer Augenlaserkorrektur nicht möglich sind oder solche Nachkorrekturen können sich sehr schwierig gestalten. Man kann vielleicht die Sicht etwas verbessern, aber nicht komplett den Sehfehler oder die Nebeneffekte zu beseitigen.